ich hab's schon angefangen. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich glaube zu Part 3. Sind wir schon bei Part 3? Ja, zu Part 3. Ja, diesmal mit Gastkommentar von Arschgesicht. Yeah. Manatu, ach ja. Jetzt kommt dein neuer Kanal Ultra Arschgesicht LP. Oder nein, Ultra Master LP. Oder jetzt sei mal still hier, Snell. Zu der Sequenz? Ups! Die haben ja vorhin im anderen Part schon gesehen. Da habe ich sie übersprungen. Der haut mir in die Fresse, Arschloch. Das soll ein Freund sein. Ja, der ist mein Freund. Ach du heilige Mutter. Der haut dir in die Fresse und das ist dein Freund. Nee, du Spast! Deine Mutter. Ich nix verstehen. Hast du deinen Schwanz gesehen? Ja. Fuck, zu spät. Ich hab seinen Schwanz gesehen, Mann. Mann, war das fett. Aber auch irgendwie hässlich. Achso, das drei ich habe immer R1 gemacht. Voll in die Face. Die hat mich echt geschlagen, der Penner. Aber wieso hat er dich geschlagen? Sieht er, siehst du sein. Nein, jetzt sieht man es in der Spur. Nein. Wieso hat er dich überhaupt gehauen? Ach so. Gib mir ne Knarre! Alter, das ist jetzt. Mein Brotmesser. Ey, wie. What the hell? Wie befreit. Ey, du Hund. Ey, du Hund. Kannst du ja alle töten. Ey, du Hund. Natürlich kann ich alle töten. Alle gefangen. Ey, du Hund. Achso. Nicht gefangen, das sind meine Kumpels. Aber weißt du, was ich mich frag? Ah, zur Info. Ich hab die Story von Black Ops noch nie gesehen. Pass dir doch den. Pass mal auf den auf. Ah ja, der ist genauso wie der Typ aus meiner früheren Klasse. Sehr gay. Aber wie schafft er es, hier raus zu einer Militärneugnung aus Black Ops zu kommen? Ey! Oh. Sag's mir mal. Wie schafft er es? Okay. Schau mal, wie das heißt. Also sieht man es nicht. Gefängnismesser. Ach so. Alright, Doctor. Also, die Schritte sind Missionsziele. Entkommen Sie aus Vorkuta. Aufstieg der Dunkelheit. Aber wie hat er es daraus geschafft? Können Sie dem Amerikaner trauen? Schau auf die Uhr. Noch 7 Minuten. Er und wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. In Vorkuta sind wir alle verrückt. Sergej, der ist fett. Aber Muskeln. Er glotzt nicht so! Hä? Soll ich dir eins aufs Maul hauen? Ach schon. Hey, ich hab da doch Pause zu drücken, das nervt ihn bestimmt auch. Ja, das nervt! Darum na, mach ich's auch. Heilige Scheiße! Uiuiui, das hat. Alter Mann, Sergej! Da ist deine Piste! So brutal! Ja? Sergej, nicht so brutal werden, du bist immer noch ein normal gay, okay? Besser auf, das ist für alle Männer blanker Selbstmacht. Extrem gay, ist auch gut. Ey, wie schafft Andi, wie schafft er es daraus zu einem extrem guten Soldaten zu kommen? Ach du Scheiße. Wie schafft er es? Mann, ich hab kein Marathon, Bro, du Penner. Ja. Scheiße. Ich glaube, ich weiß, wie er es schafft, wenn ich mir das LP ansehe. Junge, hau mal auf seine. Was für ein LP? Ja, dein LP, dann weiß ich ja, wie er es schafft, oder? Ja. Ja. Genau das hättest du mir antworten sollen. Ehrlich? Ja, dann hättest du Eigenwerbung gemacht. Deswegen musste ich jetzt Werbung für dich machen. Ich habe letztes Mal in einem Video Werbung gemacht. Ja, dann habe ich Werbung für dich gemacht, jetzt für dein LP. Du kannst mir dann auch helfen, hoch zu werben. Das dauert nämlich eine Zeit. Ja, 3 Stunden. Für 11 Minuten. Hey, die haben ja die gleichen Gammelwaffen. Junge, hör mal. Ja, hier gibt's nur diese Gammelwaffe. Ist das die M19? Die Makarov ist das. Achso, das ist die Makarov. Hm. Komm. Makarov. Jetzt knall doch drauf. Welcher Schwierigkeitsgrad ist das? Soldat. Eigentlich spiele ich ja immer auch schwer, aber. Ab Veteran. Genau, auch schwer. Wieso ist das Soldat?
Rekrut oder Soldat? Boah, du Nutte. Was ist einfacher, Rekrut oder Soldat? Rekrut. Na, wieso spielst du auf normal, du Weichei? Schlappschwanz. Alter, ich will nicht, dass das LP so lange dauert. Wegen Frustmomente? Nein, weil... Okay, bald sind Ferien, dann Let's Play GTA, oder habe ich die Zeit. Aber als erstes nochmal Uncharted, werde ich machen. Ja, als erstes Black Ops machen. Fertig, ja. Dann kann man erst reden, ja. Jump in! Apropos GTA, da werde ich auch dabei sein in ein paar Parts. Könnt ihr mal together machen. Ja, aber das wäre dann höchstwahrscheinlich ein Let's Battle online. Apropos, kommen Sie auch so kurzer, ja. Die Story von GTA 4 kenne ich ja auch noch nicht. Ich kenne nur den Anfang. Wir können Let's Play together machen. Naja, aber ich kenne dafür die Story von The Lost and Dent und das andere. Ach, Lost and Dent. Lost and Dent. Ja. Und das andere. Ja, The Ballad of Gay Tony. Der macht's nicht, der schafft's im Moment noch nicht. Ey, Mann, Sergei auch so gay zu sein, okay? So, keine Beleidigung an die Sergei sein, aber... Ja, ne? Wenn ihr wirklich Sergei heißt, dann tut ihr mir wirklich leid. Ey, der hat eine Knarre, warte mal. Der holt die Knarre raus. Ah ja, Kontrollpunkt erreicht, ne? Lass die Horde los. Ja, jetzt, der redet eigentlich mit mir, aber ich hab vergessen. Knall sie ab! Knall sie! Ist das ein Granatenwerfer oder was für ein Fuck? Nein. Was dann? Boom, ersten Schuss! Heilige Scheiße, was denn das? Ey, siehst du? Also, man stoppt, drückt man das nicht. Schau, siehst du diese Horde da? Ja. Oh, geil, da will ich eigentlich draufballern, aber okay. Aber wie schafft er es hier raus? Zu einem Special-Soldaten. Fuck, hast du... Also wie viele Schüsse brauchst du? Hast du eigentlich unendliche Munition? Ja, alle, ich hab unendlich. Zu niedrig. Na ne. Und jetzt triffst du da nicht, oder haben sie? Fuck! Neben. Ungefähr so? Nee. Doch. Nein! Nein! Oha, Mann! So? Ja. Ja, meine Güte, sorry, dass ich so lange brauche. Noch 2 Minuten, dann drückst du mal. Ja, ne. Auf was? Warte noch, ne? Sag mir, schau auf die Uhr. Ja. Yeah! Yeah! Ab nach unten mit dir von hinten. Halten Sie eine Schrotflinte. Warte mal, wieso. Es kommt an! Wieso laggt es bei deinem Aufnahmeprogramm? Das ist Fraps, darum. Und da, es in dem Video laggt es nicht, nur so halt. Ach so. Jo. Mit welcher schießen sie auf das Schloss? Was? Jetzt muss ich wie Arnold Schwarzenegger mit einer Shotgun machen. Bam! Jetzt geht's ab, ihr Schwanz! Lutscher! Lutscher! Komm her! Knallin. Komm her, Junge, ne? Das. Boah, AK-47! Hast du die Mission aus der Demo schon gemacht? Das mit dem Absang in der Schneemission? Was? Wir wurden von einer Granate. Egal, wir müssen sowieso Stopp machen und wir melden uns gleich wieder zurück. Ciao.